Schloss öffnen. Diese Tür Lungen. Ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Okay, wir müssen die Tür hier noch öffnen. Ihr habt es immerhin zur dritten Tür geschafft. Nun, das ist ein Anfang. Ihr seid auf dem rechten Weg. Nein. Ich will es immer noch versuchen. Okay. Wir müssen wahrscheinlich Schlösser öffnen, bald mal aufpimpen. Was haben wir hier? Hier ist nichts. Ein Glas Bier. Boah, wenn ich jetzt nochmal so einen Hans Dampf andrücke, ne, dann... Das ist ja nervig. Schlüssel. Schlüssel sind... Bleibt, wo ihr seid, Kumpel. Wagt noch nicht einmal, diese Tür auch nur zu berühren. Was ist so Wichtiges hinter dieser Tür, die ihr da so fleißig bewacht, Kumpel? Ein wichtiger Gefangener. Wichtig und sehr gefährlich, müsst ihr wissen. Ihr seid wohl nicht besonders freundlich, wie es scheint. Vergebt mir, Kumpel. Die Sache ist nur, ich harre hier schon seit Stunden aus, ohne Pause. Eine Tür zu bewachen ist eine langweilige Aufgabe. Ihr wisst ja, wie das ist. Ich verstehe euch sehr gut. Ich könnte euch etwas entlasten und ablösen. Nehmt eure verdiente Pause. Das ist ungeheuer nett von euch, Kumpel. Aber ich darf meinen Posten nicht verlassen. Ich habe strikte Anweisungen. Macht euch keine Sorgen, Kumpel. Ich bin nicht hier, um euch Schwierigkeiten zu bereiten. Umso besser, wenn ihr bei guter Gesundheit bleibt. Umso besser, wenn ihr bei guter Gesundheit... Also, es würde euch doch sicher nicht wehtun, wenn ihr versucht, ein wenig freundlicher zu sein, nicht wahr? Ja, ich weiß. Es ist nur, ich habe gestern eine Menge Gold beim Würfelspielen gegen Harold verloren. Ich konnte gar nicht fassen, wie sehr das Glück ihm hold war. Harold? Wusstet ihr denn nicht, dass Harold Trickwürfel verwendet? Wie bitte? Sobald meine Wache vorüber ist, werde ich diesem Betrüger einen Besuch abstatten. Ihr scheint mir nervös zu sein, Kumpel. Was blickt ihr ständig über eure Schulter? Was? Oh. Hier müssen wieder diese verfluchten Ratten sein. Ich hasse Ratten. Mir scheint, ich habe soeben etwas in der Nähe herumhuschen gehört. Huch, ich hoffe, ihr irrt euch. Hey, vielleicht könntet ihr dieses Ungeheuer für mich loswerden, aber nicht in der Gefängniszelle. Bis später, Kumpel. Ich nehme den Helm mal mit. Das Kisten. Keine Sorgen, ich bin übrigens euer Ablösebefehl von oben. Von einer vorzeitigen Ablöse ist mir nichts bekannt. Es tut mir leid, solange ich keine direkte Anweisung von höchster Stufe, von höchster Stelle erhalte, kann ich meinen Posten nicht verlassen. Ah, ist der nervig. Der Boss will euch sehen. Ich kann meinen Posten nicht verlassen. Wenn er mit mir sprechen wollte, würde er sich selbst nach hier unten begeben. Da können wir uns hier durchklicken. Naja, gut. Können wir anscheinend nichts machen.
Tür ist verschlossen. Die Tür ist verschlossen, aber keine Ahnung. Hervorragend. Oh. Ja, das wollten wir dann doch nicht. Ja, bleib berserk, nochmal, bla bla bla. Und das sind die Möglichkeiten, die haben wir alle durchgearbeitet. Bis später, Kumpel. Was auch immer er sich drin befindet, in diesen schönen Zellen. Wir werden es momentan nicht herausfinden. So. Stückchen Bier. Endlich ist dieser Schwachkopf verschwunden. Ich muss unbedingt mal austreten. Der Kerl ist weg. Überragend. Penumbra. Wer seid ihr, Fremder? Ihr seht nicht wie einer meiner Entführer aus. Und wer seid ihr und weshalb seid ihr Gefangene der Diebesgilde? Okay. Möge es eurem edlen Wesen zur Freude gereichen. Mein Name ist Penumbra. Ich bin eine unschuldige Jungfer. Diese fürchterlichen, ekelhaften Kerle haben mich verschleppt. Bitte helft mir. Der solche Namen den geschickten Namen schenkt. Hm. Sehe ich etwa aus wie jemand, der solch einer armseligen Geschichte Glauben schenkt? Wieso glaubt ihr mir nicht? Es ist eine ausgezeichnete Geschichte, oder etwa nicht? Hm. Ja, vielleicht. Genug geredet. Ihr könnt mich häufig im Haus von Corinna, der Beschwörerin, treffen. Möglicherweise werden wir uns dort mal begegnen. Okay. Penumbra befreien. Ich habe Penumbra aus ihrem Gefängnis bei der Gilde der Diebe befreit. Sie sagte mir, sie würde im Hause ihrer Freundin Corinna, der Beschwörerin, auf mich warten. Okay. Das kann ich leider nicht gebrauchen. Ja, schön und gut. Ich kann keine Zaubersprüche mehr aussprechen. Oh, Dicker. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Gut, können wir nicht öffnen. Dieb, alles klar. Ich wollte mit dir nicht reden. Hier sind so viele Leute. Was ist, wenn wir da zurückgehen? Niemand mehr. Was ist in dieser Tür rechts? Wir können noch die Wette hier abschließen. Da gibt es noch einen abgeschlossenen Raum. Den Raum müssen wir noch öffnen. So, wo geht's hier lang? Ferdinand. Aufgepasst, das hier sind die Räume von unserem Boss Rob. Er ist äußerst empfindlich, was seine Sachen angeht. Seid also vorsichtig da drin. Alles klar. Der hat uns jetzt da einfach reingelassen? Ach, da urschelt jemand rum.
können uns hier einfach bedienen? Was ist denn da los? Super. Guten Tag. Auf Wiedersehen. Was abbekommen? Der Dieb hat auch was abbekommen. Sturmsense. Ich bin überladen. Ja klar, bist du jetzt überladen, du Spacko. Buch enthält was? Oh. Seltsamer Dolch. Drei müssen zusammenkommen, ehe zwei geopfert werden. So wirst du eins erhalten, behalten und die heilige Macht gewinnen. Dieser uralte Dolch scheint von einer seltsamen magischen Aura umgeben, die jedermann daran hindert, ihn zu verwenden. Hier ist eine Inschrift. Drei müssen zusammenkommen, ehe zwei geopfert werden. So wirst du eins behalten und die heilige Macht gewinnen. Die heilige Waffe finden. Es gibt offenbar drei magische Artefakte auf der Welt. Wer sie alle drei findet, kann eine mächtige magische Waffe gewinnen, indem er zwei davon opfert. Überragend. Ja, das habe ich mir gedacht. Ich bin überladen. Mhm. Es ist verschlossen. Ich bin überladen. Okay, hier ist sonst nichts, oder? Mal zu. Manuskript. Das ist eine Karte. Totenkopf, das ist das Echsenzeichen. Was das bedeutet, kann ich nicht erkennen. Das ist aber nicht die Diebesgilde. Den juckt es gar nicht, gell, dass wir uns hier bedienen. Top wach, Leute. Snack das mal hier kurz weg. So, hier kommt ja der. Ich bin überladen. Plunder rein? Schwupps. Das wäre 140 wiegt es. Spinnst du. Ja, das ändert sich bald wieder, dass wir das tragen können. Wir haben noch wir haben einen Dietricher aufgeopfert, genau. So, Lehrer-Rundschild, Grobheits-Rundschild. 2 zur Verteidigung, 3 zur Intelligenz. Dann verkaufen wir das. Ich bin überladen. Helm, 110 zur Rüstung, 70 zur Rüstung, aber plus 1 zur Verteidigung. Ja, plus 1 zur Verteidigung, dafür haben wir hier 40 Rüstung mehr. Ich bin überladen. Nehmen wir doch den Helm. Ich bin überladen. So, ach so, wir können ihn jetzt nicht mehr tragen. Ich bin überladen. Die brauchen wir nicht. Ich bin überladen. Die brauchen wir auch nicht. Ich bin überladen. Handschuhe. 60. 120 Rüstung. Mönchskettenhandschuhe. Plus 1 zur Magie, plus 7 Giftresistenz. Ich bin überladen. Aber hallo. Ich bin überladen. Was denn jetzt? Wir haben noch keine 30 Stärke? Ich bin überladen. Ach, ist das fies. Naja, gut.
Gewicht 30. Ja, den behalten wir erstmal bei uns. Ich bin überladen. Den verkaufen wir. Ich bin überladen. Die identifizieren wir zuerst, dann ist sie mehr wert. Streitaxt behalten wir erstmal. Zack. Okay. Warum hört man immer wieder Windows aufploppen? Ich weiß nicht, ob ihr das hört in der Aufnahme, aber das ist ein bisschen nervig. So. Denen ist immer noch wurscht, dass wir uns hier bedient haben. Gut, uns soll es recht sein. Ist der Wachmann schon wieder zurück? Ne, der lässt sich auch nicht mehr blicken. Enthält nichts. Da ist eine Wasserflasche. Glasbier. Okay. Ansonsten nichts. Nee. Ich bin überladen. Och Mann, jetzt geh mir nicht auf den Keks. Ich bin überladen. Okay, wir tun da wieder rein, was wir verkaufen, bis wir eine Möglichkeit haben, wieder zu verkaufen. So, hier. Da, den Bogen, Stoßspeer. Ganz nett, aber kannst auch vergessen. Ne, der Rest passt. Zumachen. Irgendwie ein bisschen einsortieren hier. Hier unten ist so das Gerümpel. Hier sind die Pflanzen. Ja, gut. Irgendwie hier ein. Das Buch ist relativ wichtig. Das kann ich dafür nicht verwenden. So, Gerümpel hier unten, hier links ein bisschen wichtiger Sachen, hier auch was Wichtigeres und dann tun wir die Waffe hier mal hin. Genau. Sind wir, denke ich, ganz gut aufgeräumt. Ich glaube, wir können Sachen nicht auseinanderreißen, wenn man so will. Also, dass man jetzt halt sagt... Was soll das immer? Warum ist da jetzt... Entschuldigung, dass mich das so nervt, aber... Es muss ja nicht sein. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Das ständig dieses... Was ist das für ein Geräusch? Das ist irgendwas von Windows. Ich hoffe, es stört euch jetzt nicht. Ich schaue es mir nach der Aufnahme auf jeden Fall an. So, hier ist ein Teller. Das hilft uns nichts. Hier ist Brot. Was ist das hier? Da liegt doch eine Karte. Wieso können wir uns die nicht angucken? Hier ist auf jeden Fall zugesperrt. Die Tür ist verschlossen. Hier ist ebenfalls zugesperrt. Diese Tür ist fester verschlossen als die Bierkasse eines Zwergs. Na gut.
Kleine Waffe finden, Penumbra befreien, die Wette, Finnegan, die magischen Dietriche und die Huren finden. Okay, wir haben einiges zu tun. Wir waren jetzt auch lange in der Diebesgilde. Seid abermals gegrüßt, mein Freund. Was kann Rob nun für euch tun? So, ich mach's mir kurz nochmal bequem auf meinem Schreibtischstuhl. Dann sagen wir Lebewohl und ziehen weiter. Wie viel Zeit das jetzt auch in Anspruch genommen hat. Wache. Seid gegrüßt, verehrte Besucher. Ich rate euch, die Augen offen zu halten und euch vorzusehen, während ihr hier weilt. Ist es dieser Tage so unsicher auf den Straßen von Verdistis? Bleibt ruhig, es gibt keinen Grund zur Panik. Die Stadtwache hat alles unter Kontrolle. Okay. Ist trotzdem eigenartig, wenn dich jemand einfach so anspricht. Marek. Habt ihr euch verirrt, Fremder? Kein Wunder. Verdistis ist eine sehr große Stadt. Ich bin hier aufgewachsen und finde immer noch Orte, die mir völlig unbekannt sind. Wo finde ich das nächste Gasthaus? Nun, da wäre das Gasthaus zum Edelmann. Es wird von einem reizenden Ehepaar geführt, Afrasam und Iliana. Sie haben einen ausgezeichneten Eintopf im Angebot. Es liegt in der Nähe der südlichen Stadttore. Wartet, ich zeichne es auf eurer Karte ein. Wo könnte ich hier wohl Ausrüstung und Verpflegung erwerben? Ihr solltet zum Krämerladen gehen. Leptin, der Besitzer, ist ein redlicher Mann. Er handelt mit Gütern aus ganz Rivellon. Den Laden findet ihr gleich neben dem Gasthaus zum Edelmann. Lasst ihn mich auf eurer Karte einzeichnen. Wie viele Gilden gibt es hier in Verdistis? Viele der Häuser sind im Besitz berühmter Gilden. Ich werde euch die wichtigsten auf eurer Karte markieren. Die Händlergilde. Gerüchte besagen, dass die Diebesgilde ihr Hauptquartier im Gasthaus zum Edelmann hat. Gerüchte? Pff. Noch nie davon gehört. Könntet ihr mir weitere Sehenswürdigkeiten nennen, die ich während meines Aufenthalts besichtigen könnte? Verdistis ist berühmt für seine wunderschönen Herrenhäuser, die von den Adelsfamilien erbaut wurden. Die beiden von Sir Patrick und Sir Dante werden gewiss den größten Eindruck auf euch machen. Diese Herren sind sich allerdings spinnefeind. Ich suche die Stadtwache. Ah, die ist hier. Der Hauptmann der Wache heißt Kratos. Leb wohl, mein Freund. Schon wieder verirrt, Fremder? Kein schönes Gefühl, nicht wahr? Diese riesige Stadt kann einen leicht in Verwirrung stürzen. Kommt her, zeigt mir eure Karte, ich werde versuchen, euch bei der Orientierung behilflich zu sein. Nein, danke, ich komme klar. Okay. Oh. Direkt vor der Stadtwache haben wir einfach die Katze abgemurkst. Oh Mann. Leptins Markt. Ah.